Moin Leute, also das mit dem Passwort kriegen, das machen wir noch ein bisschen weiter. Und zwar, ich habe euch das ja vorgemacht, wie das mit John geht. Und ich habe hier nochmal mich eingeloggt auf den Raspberry Pi und lasse jetzt mal einen Benchmark durchlaufen. Und der Benchmark, der zeigt euch praktisch, wie viele von diesen Passwörtern er jetzt in diesem SHA-256 Krypt irgendwie cracken kann. Und das sind 47,5 Passwörter pro Sekunde. Das ist natürlich nicht so viel. Wenn man dagegen irgendwie, sagen wir mal, ein MD5 nimmt, das ist ein etwas deutlich leichterer Hash-Algorithmus. Ups, heißt das nicht so? Okay, da kann man irgendwie gucken. List, Formats? Ich glaube ja. So, und da kann man jetzt gucken, wie die dort heißen, welche er alle kann. Und da unter anderem ist es, glaube ich, der MD5 ist dabei. Grep MD5. Gucken wir mal. Zeigt er nur die Dinge an. Okay, MD5 Crypt heißt das. Okay. So, das heißt MD5 Crypt. Lassen wir mal laufen. Und davon kann er nämlich deutlich mehr machen. Dieser Char ist also 285. Aber wir haben eben ungefähr 50 gehabt. So, und jetzt wollen wir mal rübergehen auf einen echten Rechner, also praktisch auf meinen normalen Rechner. Und dann machen wir dasselbe gleich nochmal. Also, John, ging das irgendwie Test? Test 1, Format, MD5, Crypt. Jetzt läuft er irgendwie mit allen sechs Prozessoren. Bei mir ist jetzt volle Auslastung. Und dann macht er schon mal 5000. Das sind insgesamt, wie viel mehr? Das sind 5952 durch 285. Okay, das ist 20 mal schneller auf meinem Rechner jetzt. Und wenn man OpenCL, ich weiß nicht, ob das vorher vorhanden ist, doch ist vorhanden, das würde dann auf der GPU laufen, das ist dann noch schneller. So, oh, da würde er jetzt irgendwie auf. Nö, nicht. Ach doch, das sind irgendwie 14.333. Das heißt, das sind dann nochmal 14.33 durch 59,52. Das ist nochmal 240 mal schneller. Das heißt, vom Raspberry Pi 20 mal schneller auf die CPU, wenn man auf die GPU geht, nochmal Faktor 200. Und diese ungefähr Faktor 200, das ist auch bei den anderen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel SHA-256 nehme, Crypt, da sieht man das dann auch, das ist auch schneller. Und da kann man jetzt zum Beispiel gucken, ja, das ist ein aufwendigerer Hash-Algorithmus, also MD5 wird das nicht mehr als sicher betrachtet, deswegen benutzt man SHA-256 oder SHA-512 heutzutage. So, das heißt, das sind immer noch 61.000. So, jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, und das ist mit Hashcat zu arbeiten. Und das kann ich hier mal so machen. Hashcat arbeitet dann direkt auf der. Das ist praktisch genauso wie John. Nur es arbeitet explizit mit der GPU zusammen. Und wie ihr seht, die SHA-256 Crypt, das ich mir hier genauso rausgesucht habe, das ist statt 61.000 macht der hier pro Sekunde 105.000. Das heißt, also Kilo Hashes pro Sekunde. Das heißt, der hat tatsächlich nochmal einen Boost obendrauf. Das heißt, der ist nochmal 50% schneller. Ja, das heißt, das ist schon irgendwie eine ganze Menge. Welche verschiedenen, also Hashcat ist, das wollte ich jetzt mal vorstellen. Hashcat kann man sagen, List Formats. Nein, Help. Help und ls lässt man nicht. So, und jetzt kann man hier gucken, welche Optionen er hat. Und hier hat er praktisch die ganzen Hashes. Also hier haben wir MD5 wäre 0 oder SHA-256, das ist die 1400. Die seht ihr hier 1400 und die anderen sind dann alle vorhanden. So, damit kann man irgendwie ernsthaft Passwörter knacken. Und wenn man dann reingeht und diese Passwörter, die wir hier hatten, aufbrechen will, dann geht das auch deutlich, deutlich, deutlich schneller.
So, das ist dann irgendwie der richtige Weg. Ich habe euch noch gezeigt gehabt, dass es verschiedene, also das ist, ich kann das ja mal sehen, ob ich jetzt mit Hashcat History. Mal gucken, ob ich das nicht irgendwo hier mal benutzt habe. Doch, habe ich benutzt. Ja, beim Hashcat. Ich will das mal zeigen. Es gibt nämlich beim Hashcat, genauso wie bei John eigentlich auch, so etwas wie ein Ruleset. Und das ist jetzt irgendwie ganz interessant. Ich mache es ja auch mal wieder Standard Out. Und das kennt ihr schon von John, dass ich das einfach ausgebe. Sag jetzt, ich will irgendwie eine Passwortdatei haben. Also das ist jetzt hier zum Beispiel die Wordlist. Und wenn ich das jetzt mache, dann wird einfach nur die Wordlist ausgegeben. Das sind jetzt irgendwie alle Passwörter, die ich jetzt so eingetragen habe. Und also es sind jetzt irgendwie nicht so viel. Jetzt kann ich aber sagen, ich möchte bitte diese Rules haben. Diese Rules liegen bei User Share Hashcat Rules. Und da gibt es zum Beispiel diese Rule hier, die man da mit reinnehmen kann. Und dann fängt er an, diese Passwörter zu modifizieren, diese Passwortliste. Also ich mache das jetzt einfach mal, dass ich diese Rule dazu setze. Und dann seht ihr, dass hier unterschiedliche Veränderungen stattfinden. Und das ist deutlich mehr, als ihr vielleicht erwarten würdet. Und von diesen Rules kann man hier jetzt verschiedene auswählen. Und dazu zum Beispiel könnte man irgendwie LeadSpeak auswählen und sagen, okay, gib mir jetzt mal diese ganzen Dinger in LeadSpeak. Und dann seht ihr, dass Müller, Bayern und Gott wird irgendwie Go77 oder mit Doktor, also das gibt irgendwie praktisch diese typischen Modifikationen. Wenn wir dann also sagen, okay, gibt es denn noch mehr Re Regeln? Ja, klar gibt es noch mehr Regeln. Das heißt, man kann dann irgendwie anfangen, auch völlig auszuticken. Und man nimmt jetzt irgendwie hier zum Beispiel das LeadSpeak mit rein. Was normalerweise genommen wird, ist die Best64. Das ist irgendwie eigentlich das Erste, was ihr mit reinnehmt an so einer Sache. Und Toggles kann man auch mit reinnehmen oder sowas. Also das sind jetzt irgendwie also aus diesen wenigen Passwörtern, die ich jetzt habe, ich zähle mal die Zeilen, die dort sind, also wenn ich das jetzt statt das auszugeben, das wären hier schon 24.000, die er dadurch erzeugt. Aus diesen ursprünglich Lines von, wie hieß das Ding? Wordlist, von den 19 Passwörtern, die ich hatte, macht er 24.000 draus, dadurch, dass er sie modifiziert. Und damit kann man jetzt irgendwie arbeiten und wenn man irgendwie ein bisschen was weiß über sein Target, also über die Leute, die man versucht zu hacken, dass man sagt, ah, das sind irgendwie so hauptsächlich Admins und sowas, dann nimmt man noch irgendwie sowas mit rein wie, wo ist denn hier das Kombinator? Kombinator ist ja nie falsch. Kombinator, da kann man sagen, da kann man noch eine zweite Passwortliste machen und dann fängt er an, die Passwörter zu kombinieren. Also Vorname, Nachname zum Beispiel. Nehme jetzt mal Wordlist ein zweites Mal mit rein. Den Kombinator und ich lasse jetzt mal hier den Kram raus. Die anderen Regeln. Dann zeige ich euch mal, was dann passiert. Okay. So, also zweimal Wordlist drin und den Kombinator. Mal gucken, was passiert. Und da sieht man dann, dass er. Ne, da stimmt auch was nicht. Was habe ich denn hier gemacht? Alles falsch. Hasche ich mich? Kombinator. Ah ja, nee, er fängt dann irgendwie an zu kombinieren, aber nimmt dann auch. Ja, das sind dann irgendwie. Oh, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht überzeugt von dem, was ich gerade erzählt habe, aber da macht er auf jeden Fall dass er die. Eigentlich sollte er das kombinieren. Naja, egal. Kombinator-List kann man nehmen. Man kann hier aber auch noch irgendwie andere Sachen nehmen, wie. Toggles.
Toggles sind, das sind, werden einzelne Zeichen ausgetauscht oder werden modifiziert, wie ihr seht. Also praktisch dann fängt er an, irgendwie mit verschiedenen zufälligen großen und kleinen Buchstaben zu schreiben. Und dann würde das entsprechend modifiziert werden. Da gibt es jetzt irgendwie alle möglichen Rules, die schon fertig formuliert sind und sich da einzuhacken, welche Rules jetzt für euch die richtigen wären. OS-Commerce ist sozusagen, was irgendwie ziemlich häufig ist bei, bei anderen Leuten. Unix, Ninja, das ist so das, was man bei irgendwelchen computeraffinen Leuten nehmen würde. Ich weiß, da sind irgendwie auch noch irgendwelche Insider. Insider Pro. Und da ist das zum Beispiel Passwords Pro. Das ist zum Beispiel irgendwie von Leuten, die Admins sind oder sowas. Da wird dann irgendwie sowas gemacht, wie zum Beispiel, dass das Passwort irgendwie dreimal oder viermal hintereinander gemacht wird. Und das probiert ja hier alles aus. Das heißt, irgendwie solche Klugscheißer, irgendwie kriegt man damit erwischt. Und wenn man das geschickt auswählt, das praktisch, wenn man da irgendwie einmal mit so einer Rule arbeitet, braucht man nicht so viele eigentlichen Passwörter. Wie ihr seht, hier sind auch sowas wie Passwörter ein bisschen verschoben geschrieben und all diese Sachen probiert er aus. Also er testet irgendwie praktisch aus diesen Sachen aus. Und wenn ich das Passwort nicht angebe, also die Passwortliste hier, wenn ich die nicht angeliste, wenn ich sage, okay, ich gebe die gar nicht an, dann nimmt er die Passwortliste, die Default ist, und das wäre bei User Share John Passwort.lst. Die ist der, die, also praktisch, das ist die Default-Passwortliste, die er nimmt normalerweise. So, und damit kann man dann irgendwie, also da seht ihr auch die 1, 2, 3, 5, 6, das ist häufig genommen, aber da geht ihr jetzt wirklich alle Sachen durch und das ist natürlich nochmal viel, viel mehr. Also irgendwie so Hello, Hallo, Sicherheit und was weiß ich, was da alles irgendwie ausprobiert wird. Passwort und Passwort in allen möglichen Kombinationen. Nun kann man irgendwie sagen, okay, die Geschwindigkeit von diesem Hashcat ist natürlich deutlich schneller. Das Knacken von den Sachen geht damit. Ach Gott, ich bin schon wieder bei 12 Minuten. Naja, okay. Das heißt, irgendwie, ich habe euch das einfach mal gezeigt. Und das Knacken läuft genauso wie bei, genauso im Prinzip wie bei John. Das ist im Großen und Ganzen dasselbe Programm. Wenn wir hier nicht sagen Standard Out, sondern wir sagen, wir versuchen hier irgendwie ein Shadow zu kriegen und TXT, dann müsste er eigentlich. Hat er nicht. Warum? Welches ist denn das? Ist das 7400? Nee. M3 oder so. Nee, welches ist denn das? Das ist cuts.uncello.txt. Das ist Gott. Uncello. Ich habe es schon mal gemacht, deswegen suche ich das jetzt gerade mal raus. 1800 ist das. 1800, ich hätte jetzt irgendwie suchen können und dann hätte ich das gefunden. Hier es liegt doch nichts, was angezeigt wird, das irgendwie kritisch ist. Nein. Da muss man mal darauf achten, dass man irgendwie, wenn man solche Sachen macht, nicht aus Versehen wichtige Sachen anzeigt in seinem Rechner. So, das heißt, wenn ich jetzt sage, hier Hashcat, wo haben wir ihn hier? Unshadow. Das war das letzte, was ich versucht habe. 1800, genau. So. 1800. Da können wir auch gleich nochmal reingucken, welcher es ist. Dann müsst ihr das ja eigentlich finden können. Jetzt geht er rein in das mit der Grafikkarte zu knacken, das ganze Ding. Und geht da durch. Und zack, hat er ihn sofort gefunden. Er hat ihn sofort gefunden. Und er sagt, wo hat er ihn gefunden eigentlich?
Recording gefunden. Start stopped. Kann man Hashcat Show. Nee, das ist doch irgendwas, irgendwie. Ah! Ja. Ein Shadow Hash. Man darf nur das Hash, den Hash alleine muss man haben. Man darf den anderen Kram nicht haben, dann funktioniert das, glaube ich. So, irgendwie sowas soll das. Genau, irgendwie so ist der Kram. So, dann mal gucken. Ja, one health found und. Removed one hash, found. Und wo hat er das Ding gerade reingeschrieben? Ah, ich hasse das. Remove one hash, found in Potfile. Achso, das ist. Er hat das schon im Potfile. Okay. Dann müssen wir erstmal gucken. Hashcat. Show. Show. Help, gucken wir noch mal rein. Wo kann man das noch mal gucken? Hier sieht man übrigens, ich habe eben die 1800 genommen und die 1800 ist hier irgendwo zu finden. Da ist die 1800. Da kann man hier sehen, das ist also das SHA-512-Crypt. Das ist das, was irgendwie also 6 ist. Also wenn da Dollar 6 Dollar steht am Anfang, dann ist es genau das. Das ist der Unix-Standard. Das heißt, in der Zwischenzeit arbeiten wir nicht mehr mit dem, sondern wir arbeiten mit dem, weil es eben immer unsicher wird. Und weil ihr fürchterlich aufpassen müsst mit euren Passwörtern, dass die richtig gut werden. Und natürlich kann dieses Ding genauso, genauso diese RAR- und ZIP-Archive aufmachen. Die sind bloß dann 20 mal 200, das heißt 4000 plus, also 6000 mal schneller irgendwie auf der GPU als jetzt auf dem Raspberry Pi. Und das macht natürlich schon einen Unterschied, ob man eine Stunde hackt oder 6000 Stunden hackt. Das wird dann schon relevant. Wenn ihr übrigens sowas laufen lasst, wenn ihr praktisch einen längeren Passwort laufen lasst, das kann ich jetzt irgendwie. Warte mal, ich wollte erstmal zeigen, eins nach dem anderen. Ich wollte erstmal zeigen, wie man die zeigt, die. Achso, wenn ihr sowas nicht wisst, geht ihr einfach googeln. Ich weiß es mich momentan auch nicht. Und dann sage ich einfach mal Hashcat, Cat Show. Was hatte ich gesagt? Passwords. Gucken wir mal. Naja, vielleicht ist es ja hier. Manchmal ist es ja tatsächlich der erste. So, Show ist schon richtig. Formatted Output, Output Format, Original MD5 Hashes. Ah ja, okay. Oh, mal gucken. Hatte ich doch eigentlich gemacht, oder nicht? Show und dann hatten wir hier ein Shadow Hash. Das geht so nicht. Aha. Okay.
muss ich dann wieder angeben, dass es die entsprechende Sache ist. Ich weiß nicht, das gibt's auf jeden Fall, gibt es einen Pfeil, wo er es gespeichert hat. Da könnte man jetzt einfach reingehen und sagen, .hashcat, und hier gibt es praktisch dieses Hash-Pod-File, und da kann man irgendwie dann irgendwie reingucken, und da sind die Passwörter dann zu sehen. Und das wäre dann hier, Crash and Burn. Da steht das drin. Na, das ist unser Kram, den kann man dann dort auslesen, und da kann man dann sagen, ah ja, dieser Hash ist also Crash and Burn. Und das ist natürlich genau das, was wir dann irgendwie benutzen können. Also das geht auch irgendwie anders, aber frag mich nicht, wieso das jetzt nicht gerade nicht gegangen ist. Ich glaube, ich muss hier dann irgendwie M. Was hatte ich gesagt? 1800, ne? Ah, schau, so geht das. Genau, das heißt, ich sage irgendwie M1800, und dann würde er das zeigen, und ich weiß nicht, ob das auch geht. Das geht sogar auch, das heißt, da könnte man sogar mit diesem Eyeshadow arbeiten, und dann würde man irgendwie sogar die gesamte CL-Linie mit dem Usernamen und dem Passwort dann in Klartext das rausbekommen. So, das ist, wie man praktisch mit Hashcat arbeitet. Hashcat ist dann sozusagen die bisher neueste Version. Es gibt dann noch ein anderes Hashcat, das ist das Hashcat Tail 15. Die unteren, für die letzten 15 Hits, und da gibt es irgendwo ein OCHCD Hashcat oder so, ich weiß nicht genau, das ist ein ganz, ganz neues, aber das habe ich jetzt noch nicht runtergeladen, das habe ich auch noch nicht gefunden, wo das irgendwie herkommt. Das ist ganz, 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 ganz neu, das ist gerade erst irgendwie gebaut worden. Aber dieses Hashcat ist schon sehr, sehr weit, und das kann eben auch verteilt arbeiten und so weiter. Das ist sehr moderne Art, die moderne Art, damit zu arbeiten. Der kann eben auch solche Sachen machen wie Increment und dann kann ich sagen Standard out, und dann sage ich zum Beispiel Incre, ist das nicht Max? Ja, min in Increment min gleich 3 Increment Max gleich 3, und dann würde er jetzt die. Achso. Und Attack Mode 3 ist Brute Force, genau. So, und da würde er jetzt die ganzen Kombinationen ausgeben, und das wären jetzt in diesem Fall irgendwie, also er hat 652.000 Hashes pro Sekunde ausgegeben, und das sind praktisch jetzt alle Kombinationen, die da waren. Und das kann man eben auch machen, eben Increment Digits. Ich glaube, das geht, na, das geht nicht, aber irgendwie so ähnlich. Irgendwie, da muss man nochmal nachgucken. Die Hashcat ist ein bisschen anders als John. Ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber so könnt ihr sehen, dass ihr diese Passwörter erzeugen könnt. Und diese Passwörter zu erzeugen ist wesentlich schneller als mit John. Also wenn man jetzt hier mal nur die Ausgabe nimmt, und ich sag mal irgendwie, ich mache da mal einen Time über die ersten 4 Stellen zufällig. So, dann kommt er. Oh, dann hat er irgendwie mit dem Ausgeben eine ganze Menge zu tun, und sagt am Schluss, es sind 3 Sekunden gewesen. Wenn ich denselben Kram versuche mit John zu machen. Und da läuft das hier ein bisschen anders. Standard out. Und ich habe gesagt 4. Okay. Das heißt, hier gebe ich irgendwie einfach mal die ersten 4, also praktisch irgendwie alle 4 aus. Er hat eben 3 Sekunden gebraucht für den Kram, und das läuft jetzt ein bisschen anders. Es läuft hier nicht über die GPU. Und das bedeutet, dass bei mir ist jetzt auch der Prozessor voll in Last. Das dauert aber deutlich länger, wie ihr seht. Deutlich länger.
Jo, da ist ein kleiner Unterschied. Hatte ich ja gesagt, das sind ungefähr Faktor, wie viel hatte ich gesagt? 200 oder sowas zwischen dem einen oder dem anderen. Das heißt, wenn das eben 3 Sekunden waren, ja, dann können wir eine ganze Weile warten. Ich glaube, das können wir abbrechen. So, und Hashcat. Das heißt, könnt ihr aber nicht auf dem Raspberry Pi machen. Hashcat ist nur möglich, wenn ihr eine GPU habt, und das könnt ihr auch irgendwie checken. Da gibt es praktisch irgendwie so eine Sache, wo du sagen kannst, sag mir, was für eine CPU, was für eine GPU da ist. Dann kann man irgendwie sagen, hier, wo ist er denn? List Devices oder so wichtig. Ja, ich glaube, List Devices heißt das. List Devices. Ja, Device. Ja, komplex. Sehr komplex. Kann man. Oh, gucken wir nochmal kurz. Benchmarks kann man hier laufen lassen. Ach so, ja. Noch eine Sache. Wenn ihr eine Sache auf dem Rechner macht, die länger dauert, also zum Beispiel dieses mit John, dann sagt ihr vor John, sagt ihr einmal nice. Damit wird nämlich das ganze Ding in den Hintergrundprozess gesetzt und alle Leute, die gleichzeitig auf diesem Rechner arbeiten, leiden nicht darunter, weil das sozusagen im Hintergrund läuft und verbraucht, wird erst rangenommen, wenn die anderen ihre Arbeit erledigt haben. Das heißt, ihr nehmt den anderen nicht Prozessorzeit weg, die interaktiv arbeiten, weil das ist ja ein Prozess, der vielleicht Stunden, vielleicht Tage läuft. Und wenn ihr es mit Nice laufen lasst, dann läuft das so, dass das nicht bemerkt wird. Also natürlich der Speicher, den ihr wegnehmt, der wird natürlich vom System, der fehlt im System, aber das ist meistens nicht so viel. So, ja, das war es eigentlich auch schon. Und ich bin jetzt wieder deutlich länger geworden, also eine glatte halbe Stunde, aber ich weiß nicht, wie ich das in 10 Minuten unterbringen soll. Das ist völlig irre, geht gar nicht. Aber ihr werdet das schon sehen, wie ihr das hinkriegt. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen geholfen habe. Ich lade es gleich mal hoch. Okay, bis dann. Tschüss.